Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu Dicker Luft im radikalen Bunker. Und ja, Hunger und alles und überhaupt. Und sie machen ja hier schon eigentlich permanent Food, ne? Was war das denn? Keine Ahnung. Ja. Sie machen schon permanent Food, aber auch nicht und überhaupt. Und hier, continue. Das Ding hat schon die Höhe, kann ich... Eject all resources from the storage region. Okay. Ich überlege gerade sogar, ob ich einfach noch mal so einen zweiten Mascher irgendwo hinstelle, damit sie vielleicht zu zweit daran rumkaspern können. Jetzt sind schon 4 am Verhungern. Mach doch mal Essen! Man möchte die echt anschreien. Was machen die denn außer der ganzen Zeit ja hier rumheulen und Pipi machen? Na toll, oder was? Ja, da, heulen. Brisa, warum? Was soll Chaos von dir halten? Oder bin ich drauf? Ja, wir haben wieder keinen Strom, weil wir hier hinten wieder keine Kohle haben. Also sie machen alles, nur nicht das, was sie machen sollen irgendwie, ne? Finde ich schön. Weil wir haben doch hier, das ist doch alles, ne, es ist nicht Prio 9, ist nicht mit Prio 9 gemacht, also machen sie es gar nicht. Sehr schön. Ihr seid doch schon so ein paar Näschen, seid ihr. Sollen wir euch zu allen zwingen? Das Micromanagement. So, keine Ahnung. Ja. Geil, da, Essen. Es kümmert sich keiner um Essen. Es macht, ich glaube, dieser Bunker wird sterben. Auch hier, ne? Es passiert nichts. Sie laufen von A nach B. Ja, Chaos dreht durch. Brisa durch. Sieht halt zumindest mal kurz zufrieden aus. Ah, Fritzchen regeneriert sich kurz. Ja. Ja, kein Strom, gar nichts. Sie machen nichts. Sie machen wirklich nichts. So, hier ist jetzt richtig dicke Luft, Carbondioxid komplett. Warum? Tja, ich glaube, der Bunker ist im Untergang geweiht. Ja, jetzt macht der Chaos hier alles kaputt auch noch. Jetzt auch noch das Klo verstopft. Ich kann ja verstehen, dass sie dicke Luft haben. Ich verstehe es ja. Aber warum zum Henker machen sie dann nicht mal das, was sie machen müssen, um zu überleben? Also ich weiß nicht, ich würde alles tun, um zu überleben. Jetzt machen sie das da unten. Geil, super. Das hat euch keiner gesagt, das zu reparieren. Das ist im Moment nicht so super wichtig. Es wäre wichtig, dass ihr Strom bekommt. Oh. Ja, also man kann auf jeden Fall sagen, dieser Bunker wird wahrscheinlich nicht mehr sehr lange überleben. Bin sogar gerade geneigt, wirklich zu sagen, okay, der First Bunker ist tot, weil wir haben, wenn sie nicht anfangen, irgendwas zu machen, haben wir einfach keine Chance mehr. Food Storage, ja, inakzeptabel. Halt, stopp. Der erreicht keinen atembaren Sauerstoff mehr. Survival. Und außer hin und her rennen und nach rumheulen, dass sie Hunger haben, sie machen nichts. Hier, da, Prio 9. Manueller Generator. Da, Prio 9, manueller Generator. Macht Kohle, macht Strom. Ich muss die echt auf 9 setzen, damit da Kohle drin landet, wahrscheinlich. Und Essen macht keiner. Es ist nicht einer hier und macht Essen. Ist da vielleicht irgendwie ein Bug drin? Das ist ja auch mal möglich. Ja. Darum wären Algen, die wir bräuchten, um die Algengeneratoren wieder ans Laufen zu kriegen. Aber abbauen. Nein. Einer macht kaputt, andere haut, die nächste heult. Es ist
Ja. Jetzt ist Wolfie tot. Survival ist tot. Ja. Survival ist verstorben. Und ich weiß, sie werden es jetzt nicht einmal hinkriegen, einen verdammten Grabstein zu setzen, weil sie nur am Rumjammern sind. Ist das schön. Ja, die, ich glaube, Experiment Bunker Nummer 1. Ich werde auf jeden Fall diese Folge noch versuchen, ob wir es vielleicht noch irgendwie gewuppt kriegen. Ansonsten ist, glaube ich, dieser Bunker leider dem Untergang geweiht. Das tut mir dann auch sehr, sehr leid, aber wenn es nicht geht, geht es halt nicht. Man muss auch wissen, wenn es einfach zu viel ist, ne? So, ein Memorial. Wir fangen unseren Friedhof an. Prio 9. Dazu gibt es auch noch eine schöne Skulptur hier. Für Survival. Moment, machen wir andersrum. Wir machen erst Le Skulptur. Und dann das Grab. Hier kommt dann der Friedhof hin. Der Letzte wird kein Grab bekommen. Das sehe ich voraus. Ja, da liegt der Nächste rum. Und jetzt ist Suzuki. Okay. Ja. Ja, jetzt haben wir zwei, die hier am Verrecken sind. Einer wird auf jeden Fall sterben. Und da ist der Nächste gestorben. Das große Sterben hat begonnen. Und ich weiß eins, im nächsten Bunker, im nächsten Leben wird alles anders. Es wird alles geplanter. Es wird alles strukturierter. Es wird alles pedantischer! Und der dritte Duplikant, Suki, ist auch verstorben. Jetzt haben wir schon drei, die verstorben sind. Auch Mano. Ja, wie war das nochmal mit, wir können mal so ein paar. Zack und zack. Und die nächsten zwei sind auch gleich tot. Brisa und Pizzi. Kriegen wir Brisa vielleicht hier noch hin, dass sie noch rechtzeitig vielleicht gerettet werden kann. Sollte mir sonst das Chaos nicht verzeihen, der hier gerade Sport macht. Hilf ihr! Strom ist egal, hilf ihr doch! Ruhe in Frieden. Soll ich gleich auf Massenware hier oben hinsetzen? Ich glaube, es wird niemand mehr das Ding, die Gräber bauen. Ja, super! Genau! Fritzchen, mach alles kaputt jetzt noch! Hat Stille zu. Das ist es ja. Diese Hilfe zur Selbsthilfe ist im Leben irgendwo so dumm, man hier klingen kann. Wirklich wichtig! Und das ist auch eine wichtige Selbsterkenntnis, aber sie machen nichts. Sie tun nichts. Ja, da unten reparieren. Das ist nicht wichtig gerade. Was wäre wichtig? Dass man Strom hier zum Laufen kriegt. Dass man verdammten Algen abbaut. Dass man alles kaputt schlägt. Dass man Essen macht. Ja. Ich glaube, damit können wir getrost sagen. Und da sind die nächsten 5 Tote, haben wir jetzt schon. Ach du Scheiße. Mal gucken, wann der nächste ist. Jetzt ist es auch noch. Jetzt ist es Glück. Wir schauen ihnen traurig beim Sterben zu. Denken an die schönen Anfänge, die tollen Zeiten. Das, was sie gemacht haben, wenn sie es machen sollten. Alleine, wenn sie jetzt Essen machen würden, die paar, die jetzt noch am Leben sind, würden so gut um die Runden kommen mit denen, was an Essen da ist, was sie da rausholen könnten, es wäre kein Problem. Ja. Und keiner kümmert sich um die Gräber, niemand. Und da ist der sechste tot. Wir haben noch 3 Duplikants. Ich beschleunige das arme Elend mal. Ja, reparier da unten. Wichtig. Ich
Könnt ihr natürlich Auto Repair disablen, aber. Ja, also er putzt das Klo. Ich hole auch mit Absicht jetzt keinen Duplikant mehr dazu. Weil es bringt jetzt nichts. Da würde vielleicht für eins, solange sie noch halbwegs gut geht, hier noch. Aber auf Dauer würde das alles nicht laufen. Ja, und was lernen wir daraus? Spiele niemals Gott, denn Göttlichkeit und wird nicht funktionieren. Denn man macht sowieso Fehler. Haha! Der größte Fehler sind für Menschen. So, wir haben hier auf jeden Fall so mehr oder weniger versucht, Gott zu spielen, und es hat nicht geklappt. Und da ist der nächste tot. Wer ist jetzt gestorben? Also ich denke zumindest mal. Ja, ich glaube, ich kann gleich so machen. Wo ist er? Irgendwie. Ah, der liegt gleich daneben. Alles klar. Fritzchen ist jetzt am Jeppeln. Chaos wird der Letzte sein. Chaos im Bunker. Ja. Da oben. Fritzchen. Chaos hat sich schlafen gelegt. Gut. Ach ja. In nomine Patri et Spiritus Sanctum Tant oder wie es heißt, keine Ahnung. Und jetzt unser letzter Duplikant. Der letzte war ein Chaos. Es war nur noch Chaos. Das passt eigentlich auch, ne? Ich habe jetzt ja aufgeschrieben, dass große Sterbe als Folgen haben, aber es würde vielleicht auch einfach passen für diese Folge. Es war nur noch Chaos. Mal schauen, wie das mal dahinter. Ja. All duplicants are dead or incapacitated. Press escape to return to previous colony or begin a new one. Ja, meine lieben Freunde. Das war dann wohl die erste Staffel von Oxygen Not Included. Ja, unsere Kolonie, der radikale Bunker, da ist er ja noch, ist nicht sehr lang gekommen. Es waren zu viele Probleme, wir konnten sie nicht retten, wir konnten sie nicht dazu animieren, sich selbst zu helfen und autark zu leben. Und ja, was heißt, es immer noch mein erster Run gewesen. Dementsprechend hier auch noch sehr, wirklich alle Anfangsfehler mit drinne. Im zweiten Run sieht es aber auch nicht besser aus, obwohl die Kolonie halt noch existent ist. Die Stream-Kolonie. Auch mal liebe Grüße an alle, die da bei den Streams regelmäßig oder ab und zu dabei sind. Und jetzt vielleicht hier auch mal reinschauen. Ja. Jetzt ist die Frage. Wollen wir eine neue Kolonie machen? Oder vielleicht unsere Zeit einem anderen Projekt zuwenden? Es gibt da ja noch eins, was mich doch sehr reizen würde. Das müsste ich mir aber erst holen. Und dann müsste ich auch noch erst den Publisher noch anschreiben. Explizit für das, dass ich dafür ein Okay kriege und so weiter und so fort. Ah, das wäre auch noch eine Möglichkeit. Wer sich jetzt fragt, um welches Spiel es geht, was mich da tendenziell auch reizen würde. Und ich muss sagen, da sind im Moment echt sehr viele gute Spiele in dieser Hinsicht herausgekommen. Ja, The Long Journey Home wäre das, was mich halt zusätzlich auch vielleicht reizen würde mal. Sogar sehr. Ich finde das von dem, was ich bisher gesehen habe, echt gut. Ansonsten machen wir vielleicht eine neue Kolonie, versuchen es hier nochmal oder wahrscheinlich fangen jetzt ein paar an zu schreien. Mach wieder Minecraft! Mach wieder Minecraft! Ja, vielleicht. Nö, das weiß doch keiner. Ich bin ein bisschen wehmütig, muss ich schon sagen. Ein bisschen wehmütig bin ich, dass unsere Kolonie es dann doch nicht geschafft hat. Die erste, der radikale Bunker, lag einem ja doch am Herzen. Ja. In dem Sinne sage ich an dieser Stelle vielen Dank fürs Einschalten und Zuschauen. Ich hoffe, das Projekt, wie viele Folgen haben wir jetzt eigentlich überlebt? Das muss ich nochmal ganz kurz intervenieren. Oxygen not included. Wenn es 15 Folgen müssten es jetzt sein. Okay. Immerhin. Immerhin.
Ich hoffe, wie gesagt, dass es euch gefallen hat. Freue mich natürlich über Feedback auch, Anregungen, Wünsche und so weiter. Oder ich mache jetzt mal ein Horrorspielchen, das schon lange ewig auf meiner Liste steht. Das könnte man auch machen. Das würde ich, da bräuchte ich aber auch ein paar Tage, um das umzusetzen. Das ist ein älteres Spiel. Da wurde ich jetzt auch letztens im Stream schon, beziehungsweise im Stream allein schon mehrfach gefragt, ob ich das nicht mal machen könnte. Mal gucken. Tendenziell habe ich momentan ja echt so Lust zum Survival. Alternativ habe ich auch noch ein Adventure, was ich schon mal angefangen habe aufzunehmen, dann aber nicht ganz fortgesetzt habe. Wer da vielleicht im Stream mal dabei war, da hatte ich das auch kurz mal gezeigt, was ich da also erwähnt, welches Spiel das wäre. Das lohnt sich, wenn man Twitter folgt und mitkriegt, dass ich da mal streame, ne? Da gibt es dann auch ein paar Insider-Geheimnisse zu erfahren. Ja. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Ich stürze mich jetzt in den Rest von meinem kleinen eckigen Joghurt hier mit also Pistazie und Amarettini und meinem Brötchen und überlege, wie es weitergeht. Vielleicht mache ich wirklich erstmal dann jetzt das Adventure, dann vielleicht so ein kleines, dass jetzt hier nach der ersten Staffel eine kleine Pause kommt. Natürlich ist jetzt wieder so, das Projekt läuft richtig gut. Das ist ja auch so. Man merkt ja, das Projekt läuft gut. Es kommt richtig gut bei euch an. Ah, es ist immer so schwierig. Das ist immer wirklich ganz, ganz schwierig dann für mich, wenn ich merke, ein Projekt läuft und dann zu sagen, okay, ich pausiere es jetzt erstmal, mache erstmal ein anderes und danach vielleicht wieder. Wir müssen gucken. Vielleicht machen wir einfach noch eine zweite Season direkt hinten dran. Dementsprechend Anregungen, Vorschläge, Kommentarsektion hier unter Video. Immer gern gesehen. Und wir sehen uns dann gegebenenfalls in ein paar Tagen hier zu Oxygen Not Included wieder oder zu einem anderen Projekt oder wie auch immer. Ich hoffe, ihr bleibt mir treu. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Trotz Chaos, der hier herrscht hat. Und damit meine ich jetzt nicht die Person per se. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal oder in einem anderen Projekt, Livestream, Twitter und ihr wisst schon, ne? Wer sonst noch mich mal unterstützen mag, zum Beispiel auf die finanzielle Art und Weise und sagt, hey, das, was er da macht, das möchte ich gerne irgendwie unterstützen. Wie kann ich das? Guckt einfach in die Beschreibung. Da muss man ja doch mal ab und zu nochmal selbst machen. Zum Beispiel, wenn ihr auf Amazon was kaufen wollt, gibt es da einen Link. Auf den Link klicken. Ihr werdet nach Amazon geleitet. Packt das, was ihr kaufen wollt, in den Warenkorb. Wichtig ist, dass ihr was in den Warenkorb rein tut, dann Bestellung direkt abschickt, dass das halt alles ganz zeitnah läuft. Und dann kriege ich da drauf ein paar Prozentchen, die helfen, das hier alles zu finanzieren und zu machen. Und überhaupt ist halt auch nicht einfach, wenn man klein, süß und unschuldig ist. In dem Sinne, danke und bis zum nächsten Mal. Ciao!